Ich begrüße euch total und recht herzlich. Wie der Zufall es so wollte, ist es natürlich nicht am 4., sondern am 5. Also der sogenannte Star Wars Tag ist vorbei. Aber egal, dann mache ich heute exklusiv für euch ein Unbox-Video. Denn ich will ja etliche Figuren ausstellen. Es ist gerade frisch gekommen. Bin auch stolz drauf. Ich habe ja, wie gesagt, viele, die mich informieren, dass die und die Figur da ist. Viele, die Figuren brauchen, diese kaufen. Im Ausland, wisst ihr ja, Zoll, dauert's. Manche Sachen müssen beim Zoll selbst abgeholt werden. Da hatte der Kollege ja hier schon Ärger gehabt wegen seiner Sachen, die er für Cosplay. Ist also wunderbar verpackt, kann nicht meckern. Ist ja auch vom Händler. Lieferschein, Zollabfertigung, 1,8 Kilo, wiegt das gute Stück. 1,8 Kilo, ist von der Firma Hot Toys. Ist ziemlich flach gehalten, ist alles wunderbar, nichts dran. Ich will hoffen, dass ich jetzt vorsichtig öffne. Ihr wisst ja, immer so die Finger dazwischen halten, besser ist. Weil, wenn ihr den Karton verletzt, das ist so eine Sache. Die Ausstellung beginnt langsam zu wachsen. Also ich habe jetzt Gott sei Dank gut gehalten, ich habe also nichts zerstört. Ist wunderbar verpackt. Da ist sie, die Rey. Die Rey mit BBA, 30 cm große Figur von der Firma Hot Toys. Jetzt nicht Sideshow, aber Hot Toys macht ja auch gute Sachen. Bis jetzt qualitativ kann ich leider nicht meckern. Das Gute ist, dass diese Figur, ein gutes Case hat. Und da ich ja wie gesagt selber Sammler bin, packe ich sie natürlich auch aus. Sie wird sicherlich ein Showstück werden mit Licht anschauen. Das Case ist wunderbar verarbeitet. Keine Macken dran. No. Ist also alles wunderbar. Alles. No. Disney hat also mittlerweile auch schon unterschrieben. Auch das ist wunderbar verarbeitet. Die Pappe ist wunderbar okay. Ja, diese Figur schaut also genauso aus wie alle anderen Figuren, die ich jemals so geholt habe. In diesem sogenannten Display. Ist jetzt also keine Büste, sondern eine bewegliche Figur, die man also bewegen kann und somit ausstellen kann. Mit reichlich viel Zubehör, mit dreckigen Händen, ja, mit eher normalen Händen. Also die Figur kann man jedes Mal sogar umkleiden. Ja, die hat also zusätzliche Kleidungsstücke. Man kann diese Figur regelrecht umsetzen. Man kann sie also wirklich umgestalten. Ja? Man kann diese Figur richtig umgestalten. Man kann also anhand dieser Figuren hier, auch BBA, kann man den Kopf so hin. Ich vermute, dass das magnetisch sein wird. Ich packe es jetzt wie gesagt nicht aus, weil ich noch nie eine Figur ausgepackt habe. Ja? Kann sein, dass ich sie vielleicht nochmal hole zum Auspacken, aber bin an sich kein Freund vom Auspacken. Wie gesagt, die kommt jetzt ins Regal, ist ja klar. Und ja, die Pappe, also ist jetzt kein Magnetverschluss, die andere habt ihr ja gesehen, die hat ja Magnetverschluss. Und ja, Hot Toys ist gut verarbeitet. Wie gesagt, ein Ständer ist auch dabei. Also ist direkt ein Ständer dabei, das heißt, also man könnte sie wirklich irgendwo ausstellen, damit sie nicht umkippt. Und so weiter. Ja? Ja, wie gesagt, der Preis ist heiß, das ist richtig. Aber da wir ja nochmal Fans sind von Star Wars, ist das vollkommen okay. Also das Case ist wunderbar. Da ist nichts dran. Wird sicherlich richtig gut ausgestellt werden, wie die anderen Figuren auch ausgestellt wurden. Ich arbeite wie gesagt dran. Nur die Preislage
ist natürlich heftig. Somit habe ich mir gedacht, ich kaufe mir pro Monat eine Figur. Gut, diesen Monat war ich ein bisschen euphorisch, weil wir ja einen Monat lang Star Wars feiern. Habe ich also schon zwei. Die zweite Figur, drei mittlerweile. Die anderen beiden kommen noch. Aber ich habe ja da noch eine bekommen. Heute schon, wusste ich gar nicht, dass ich auch so schnell komme. Also kann ich heute direkt ein Großbox-Video machen. Begrüße auf diese Art auch die ganzen Cosplayer. Wir werden ja einige Filme drehen. Wir werden ja auch einige Runden, Talkrunden machen, über Star Wars sprechen. Alles Star Wars Fans. Und auch hier muss ich aufpassen, dass ich die Figur nicht erwische. Ich habe mal Glück gehabt. Ja. Ah ja. Da ist er wieder. Ich habe einen extra Raum. Ja, er hier nun mal. Das ist okay. Jack Pacific. Den habe ich ja so oft schon vorgestellt und ich wette mit euch, sobald der wieder im Schaufenster steht, ist der wieder weg. Das ist so. Das wird sich wohl nie ändern. Darth Vader ist immer ruckzuck weg. Ich glaube, Darth Vader ist die meistverkaufteste Figur mit Yoda zusammen. Ich meine, ich bin Freund von so großen Figuren, weil mit diesen großen Figuren, die kann man hier so wunderbar hinstellen, ne? Wenn man hier arbeitet. Gut, wenn jetzt einige fragen, warum ich einen Kult oder warum ich den Teufel ausstelle. Das ist nicht der Teufel, das ist Darth Vader. Ja, Anakin ist kein Woke. Ja, das ist er nun mal. Ja, wäre natürlich schön, wenn er jetzt hier noch sprechen würde. Einige Figuren waren schon da, die auch gesprochen haben oder wo der Arm sich richtig bewegte. Die elektronischen kosten natürlich dementsprechend mehr. Ne? Also, Darth Vader ist heute eingetroffen und Rey. Ne, Rey. Werde jetzt wohl alle aus der Serie 2015 aus dem Erwachen der Macht besorgen erstmal und dann mich rückwärts bewegen in der Firma Sideshow bzw. Hot Toys. Werde ich mich bewegen und die dann ausstellen. Also diese Figuren sind nun mal sehenswert und man kann vieles damit machen. Einige Figuren werde ich halt nur so lassen, wie sie sind. Die werde ich halt nicht ausstellen. Werde ich ausstellen, aber so, wie sie sind. Und nicht irgendwie auspacken. Muss ich mal schauen. Es gibt ja Figuren auch von der Firma Sideshow, die halt Bouquets sind. Also die man halt nur hinstellt und dann nichts passiert. Ja, dann ist das eben so. Und die hier sind halt sogar spielbar. Deswegen ist es ja auf eine Art Spiel. Ich meine, aber für, ne, ihr wisst schon, die Preise sind nicht gerade wenig. Mit ihm hier zu spielen, für den Preis ist okay. Da habe ich nichts gegen. Ist okay, Preis-Leistung stimmt, alles in Ordnung. Der kommt jetzt hier vorne hin, mache ich auch ein Foto. Könnt ihr dann bei Instagram sehen und bei Facebook von ihm hier. Und es freut mich, dass er eingetroffen ist. Und dann schaue ich mal, was ich da so noch finde. Dann werde ich noch ein bisschen spazieren gehen und gucken, wer da was anbietet. Ja, das war heute mal ein Kurz-Unbox-Video nach dem sogenannten Fourth Day. Möge die Macht mit dir sein. Noch einmal zum Mitschreiben für alle Cosplayer, für alle, die Figuren sammeln. Wir können uns hier die Figuren vor Ort anschauen. Da kann jeder sagen, jo, die Figur gefällt mir, die Figur möchte ich doch unbedingt haben. Bestell sie mir oder sag mir, wo ich sie bekommen kann. Weil es gibt viele Händler mittlerweile, wo man kostengünstig einkaufen kann. Wir sagen euch dann, wo das ist, damit ihr auch nicht so viel Geld ausgeben müsst. Diesen Monat habe ich es mir halt gegönnt. Bin froh, dass sie da ist. Ich schaue sie mir gleich in Ruhe an. Und werde sie also, wie gesagt, nicht auspacken, außer so, wie sie jetzt ist. Und sollte ich dann irgendwelche Videos finden, blende ich die dann halt mit ein. Beziehungsweise ihr könnt dann da vorne die Figur in allen Himmelsrichtungen euch begutachten und anschauen. Ja, heute ist ziemlich ruhig. Gestern war ja so viel los. Ist klar, gestern war ja auch der Fourth Day. So, heute ist der 5. mittlerweile. Heute haben wir dieses kleine Unbox-Video. Und das war's. Danke, dass ihr zugeguckt habt.
Ja, mal schauen, wie lange der Darth Vader hier bleibt. Also ich hatte noch keinen einzigen Darth Vader, der lange hier war. Ja, irgendeiner sieht den, will ich haben und dann ist er weg. Ja, das ist eben so. Okay, in dem Sinne, Darth Vader ist mit dir. Oder beziehungsweise die Macht ist mit dir. Im Nachtrag, ich habe es nochmal vorsichtig rausgenommen. Wie gesagt, da unten kann man die Batterien erkennen. Sie ist, wie gesagt, mit Beleuchtung. Ob jetzt, ich vermute, dass BBA leuchtet. Ich wüsste jetzt nicht, was bei Ray leuchten sollte. Ja, Borussia. Wir sind Borussia-Fans und mal schauen. So, wie gesagt, war ja unterbrochen worden. Ich mache ja solche Mini-Clips, die richtigen Clips machen wir später. Anhand des Buches auch einiges gerade wieder verkauft. Auch Mattu. Mattu ist auch verkauft worden. Wie gesagt, der hat natürlich einen höheren Wert, wenn man bei Amazon kauft. Aber bei unserem Jüngsten, leider musste er gerade nach Hause und wir hatten auch gerade viel zu tun. Deswegen konnte ich jetzt nicht vor die laufende Kamera. Wir haben auch ein Ruhrland-Museum oder Ruhr-Museum für Star Wars. Die verkaufen auch mittlerweile Figuren. Also Mattu. Also ihn hier. Gerade unserem Jüngsten gegeben. Mahlzeit. Bitte, ich habe es. Okay. Ja, Grüße, Grüße. So, ich versuche es nochmal. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, aber ich versuche es nochmal. An sich stellen viele Fragen wie Clone Wars oder Rebels. Ich sage alles. Wirklich, A bis Z. Auch Kator 1313, Star Wars, Universe, alles was jemals erfunden wurde nach 1977, nach dem Film. An sich, als Filmemacher interessiert mich an sich nur der Film, die Aufmachung, die Dramaturgie, das Ganze drumherum, die Arbeit, vor allen Dingen der damaligen Arbeit, die zuerst mit Schablonen gearbeitet haben. Und diese Schablonen dann, ja, wer eine gute Version hat der alten Filme, die da restauriert wurde oder digitalisiert wurde, kann, also wer große Bildschirme hat etc., beziehungsweise große Kinoleinwände und mal genau hinschaut, konnte man hin und wieder die Schablonen sehen. Star Wars, wie gesagt, ist eine Geschichte, die erfunden wurde als ein universales Märchen, das in einer sehr fernen Galaxie zu Hause angesiedelt mit sehr vielen außerirdischen oder in dem ihrem Fall galaktischen Wesen und alles, was man da sieht, ob nur heute Kator oder Rebels oder Clone Wars. Clone Wars als Zeichentrick der ersten Generation, dann Clone Wars in der animierten Animation, dann jetzt die ganzen Lego-Einheiten. Also sagen wir einfach so, da wo Star Wars draufsteht, gehört halt Star Wars hin. Sollte man natürlich nicht man sollte keine Plagiate irgendwie erwischen. Wenn man die ganze Zeit so sieht, auch wenn man ihn hier, da den Herrn da verkauft hat und nachher ihn gerne hätte wieder haben wollen und sich erschreckt, wie teuer sind. Ich meine, wenn man sich die ganzen Figuren hier, wenn man sich die ganzen Figuren anschaut, die man noch gar nicht zu Gesicht bekommen hat, weil die Preise viel zu hoch sind. Wie gesagt, es gibt dieses Museum in München-Gladbach, Berliner Straße 10. Da kann man einige solche Figuren, da wird auch richtig Handel getrieben. Die versuchen die Figuren, wie gesagt, und die kosten dann auch dementsprechend. Da kann es schon mal sein, dass eine ausgepackte Figur Nitfist oder Katlele, Kette, Kit Kack, Klaatu zum Beispiel, der Klaatu, das jetzt 80, 90, 100 Euro kosten kann. Ich spreche jetzt von dem Herrn hier. Na, ich spreche jetzt von diesen hier. Also es gibt schon, ja, auch wie gesagt, den Mattu, den ich gerade verkauft habe. Wie gesagt, unser Jüngster ist hier 9 Jahre alt von unserem Star Wars Fan to Fanbase. Und da, wie gesagt, wird also nicht so viel Geld, also das sehe ich nicht ein, Ich achte schon darauf, dass die Kinder, die Jugendlichen zwischen 8, 9 und so weiter nicht so viel Geld ausgehen und die meisten Figuren, da soll ich ja schon stoppen. Ne? Hallo, Grüße! Hallo!
Wie gesagt, da achten wir schwer drauf. Das wollten wir auch mal hier öffentlich sagen. An sich sind diese Figuren angedacht für die Sendung. Ja, dass wir genügend Figuren haben, mit denen wir dann oder worüber wir sprechen können. Wir können nicht alle. Das Buch ist so dick. Wenn wir alle Figuren uns besorgen könnten, wir haben ja auch gerade hier mit so einer Art Museum gesprochen. Hier im Ruhrgebiet gibt es da so eine Art Museum. Die beschäftigen seit Urzeiten mit Star Wars. Die kaufen einfach alles auf oder besorgen sich alles. Wir arbeiten auch mit irgendwelchen Leuten zusammen, die dann diesem Museum im Ruhrgebiet hier zur Verfügung stellen. Nennt sich irgendwie Ruhrmuseum. Googelt einfach mal oder geht bei Facebook. Ja? Also es war jetzt so ein Anliegen, dass jetzt jeder weiß, dass Jugendliche wirklich zwischen, ihr wisst schon, also Junge, bist du, nein, die kriegen also auf keinen Fall die Ware zu so einem teuren Preis. Wir versuchen die dann sonntag teuer Ass oder wirklich die Eltern, wenn die auch bereit sind, viel Geld auszugeben, dennoch erst bei Amazon oder erst bei Toys R Us nachschauen, ob sie diese Figuren da nicht doch preisgünstiger bekommen. Wir wollen sammeln. Ich habe euch gerade ja auch, wie gesagt, Ray mit BBA von Hot Toys vorgestellt. Ich muss mal schauen, ich möchte an sich auch andere Figuren haben wollen. Aber wenn man die sich als Bouquet dahinstellt oder nur als Statue, ist der Preis ja geringfügig, ist okay, aber immer so eine Sache. Die gar nicht mal so schlecht, also mir gefällt sie mittlerweile. Horrender Preis, weit über 300 Euro, ist natürlich heftig. Gut, jetzt in Japan bestellen können, tue ich aber nicht mehr. Das ist mir einig, das mache ich nicht nochmal. Also ich habe Ray in Japan bestellt für 198, ja, 198. Und dann kam Onkel Zoll, die Verpackung kam derselbe Preis. Kam derselbe Preis, also da kann ich also auch lieber bei meiner Firma bestellen, bei meinem Großhändler bestellen, zahle dann alles drauf und dann bleibt die erstmal hier stehen. Nehmen Sie hier 10 Jahre stehen bleiben. Ja, viele möchten ja Mogus haben, aber der Mogus, den ich da stehen habe, mittlerweile 7.999 Euro, den gebe ich auch nicht ab. Ja, der Mogus bleibt da stehen. Also laut Amazon, ich spreche jetzt Amazon-Preise. Also Amazon sagt 7.999 Euro. Ich lasse ihn da einfach stehen. Weil Feierabend und gut ist, kaufen kann ich ihn halt nicht nochmal, deswegen gebe ich ihn auch nicht ab. Dann müsste ich gucken, wo ich den Mogus denn herbekomme. Ich musste mal für einen Kunden Mogus bestellen, da hat man noch großes Glück. Ja, da gab es den für 5,95. Könnt ihr vorstellen, das ist verdammt lange her. Also mittlerweile kostet Mogus dann richtig Geld. Ich muss euch gar nichts erklären, weil ihr googelt ja sowieso. Ihr seid jeden Tag bei Amazon. Ich kriege jeden Tag von Amazon irgendwelche Mails und schlage zu und kaufe ein. Ja, richtig. Ich möchte noch zwei ganz große Figuren haben. Die sind 1,20 Meter groß. Ja, möchte ich. Ich hoffe, dass ich die dann irgendwann mal bekomme. Günstiger. Ich sehe nicht ein, dass ich jetzt 200 Euro für reines Plastik, ohne Bewegung, ohne alles. Nö, gebe ich nicht aus. Möchte ich nicht ausgeben, weil überwiegend ja zur Ausstellung bedeutet, dass angefasst wird. Ich musste auch gerade unseren kleinen Maurice da 9 Jahre bremsen. Er wäre sehr gerne vor die laufende Kamera gekommen, aber wie gesagt, ich habe auch gesagt, ein Tag zu spät. Ne? Also am 4. war ich hier, Halligalli. Heute ist der 5., ist schon alles ein bisschen ruhiger. Aber der ist so begeistert von diesen Sachen. Er kauft alles auf und ich muss wahrscheinlich aufpassen, dass, wie gesagt, ich nicht Sachen abgebe zu einem super günstigen Preis, wo ich die dann nachher überhaupt nicht mehr bekomme. Ich habe gerade schon nachgesehen, er hat den Mattu für wenig Geld bekommen und ich müsste ihn mindestens ab 48 Euro nachkaufen. Also tue ich also mindestens 30, 40 Euro dabei und das ist schon gigantomanisch. Ne? Also der Mattu ist weg, den kann ich jetzt nicht mehr vorführen. Der hat jetzt einen anderen Platz. Ich hoffe, er geht gut mit Matto um. Ein Schrotthändler. Also ich glaube, Star Wars hat es so mit Schrotthandel. Ne? Rey ist Schrotthändlerin, Matto ist Schrotthändler. Anakin war auch so mit Schrott beschäftigt. Seine Mutter war mit Schrott beschäftigt. Also Star Wars beinhaltet an sich schon die arbeitende Klasse, die nachher in den Adel aufsteigt. Ne? Ja, und jetzt, da ich jetzt frei sprechen konnte,
kann ich auch beenden, das Ganze. Das war wieder so ein kleiner Mini-Clip, hat nichts mit Force Day zu tun, hat nichts mit der Sendung zu tun. Das ist so eine kleine Geschichte, die hier so am Rande. Also ich hatte heute sehr viele Cosplayer da, an alle Cosplayer, die dieses sehen. Ja, wie abgesprochen, mach was. Auch die Filme drehen, auch diese Sachen drehen. Ich musste das Drehbuch sehen, wie wir das machen und ob ich das jetzt in der Sendung mit verarbeiten darf, wäre nett. Also wenn ihr euch das anschaut, bedanke mich erstmal recht herzlich, dass ihr da wart. Das ist eine riesen Cosplay-Truppe, die wirklich Star Wars mögen und die möchten auch gerne Sendung mitgestalten. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass die dann, wie gesagt, mitmachen und ich hoffe, dass dann auch wirklich einige wieder dabei sind, die wirklich vor der laufenden Kamera Lust haben, diesbezüglich über Star Wars zu philosophieren, zu sprechen, auch ihre Kostüme zu zeigen und darüber zu sprechen. Auch gestern waren Cosplayer da und auch die sind überwiegend Star Wars. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, am 25.05. startet die Sendung, weil ob wir bis dahin die Leute zusammen haben, weiß ich noch nicht, weil die halt auch Filme drehen wollen. Die wollen also Cosplay-Filme drehen. Wird alles noch in der Sendung erklärt bis dato. Die kommen zwischendurch rein, weil die momentan bei der Bundeswehr noch sind. Kommen die also wie gesagt rein, wir sprechen dann darüber und dann wird von offener Kamera das Ganze auf den Weg gebracht. Also, macht's gut erstmal. Ich wünsche euch ein super tolles Wochenende. Star Wars, wie gesagt, diesen ganzen Monat beinhaltet Star Wars auch, weil Walt Disney, richtig? Ich komme da persönlich auch nicht so mit klar. Ich freue mich immer drauf, mach halt ein. Und dann ist immer dasselbe. Gestern auch wieder dieselbe, davor dieselbe. Einmal war die richtige. Die konnte ich mir jetzt auch hier bei YouTube anschauen. Das ging um den schwarzen Saber. Wie sie den bekommen hat, wie die dann trainiert haben. Wie sie sich dann verabschiedet hat und dann halt bei ihren Leuten geblieben ist. Ja, es ist halt so. Ich muss mal schauen. Also ich mache das gerade spontan. Jetzt habe ich nicht alle Namen eruiert, weil ich immer, habt ihr ja gemerkt, ich muss immer aufstehen, habe noch andere Sachen zu tun. Also wie gestern hätten wir da wirklich philosophieren können drüber, hätte ich euch die Namen auch nennen können. Gestern war The Force Day. Aber heute Abend werde ich mit einigen Leuten im eigenen Kino sich nochmal das anschauen und Rebels und dann schauen wir mal, aber ich sehe schon, Kunden stehen wieder, gleich geht wieder die Tür auf, also macht's gut Leute, tolles Wochenende, we love Star Wars, hier ist die Star Wars Fan-to-Fan-Base und das bleibt auch so.